herzlich willkommen. Schön, dass ihr nochmal mit dabei seid. Heute sind wir an der Schlachte etwas weiter oben. Ihr seht hier im Hintergrund schon die vielen Biergärten, die im Moment leider alle leer sind aufgrund der aktuellen Situation. Wenn sich aber alles wieder normalisiert hat, dann ist das hier wirklich proppenvoll und man kann das maritime Ambiente genießen. Hier gehen die Bremer hin, um den Feierabend zu genießen und nochmal ein kühles Bierchen zu trinken oder ein Eis zu essen. Natürlich gibt es auch viele leckere Restaurants, wo man richtig essen gehen kann und so kann man sich das dann hier gut gehen lassen. Wenn ihr einmal hier hinter mich schaut, hier habe ich nochmal einen kleinen Appetithappen sozusagen für euch auf die Überseestadt. Da, wo dieses große gläserne Hochhaus zu sehen ist, der sogenannte Wesertower, da geht es in den modernsten Ortsteil von Bremen, die sogenannte Überseestadt. Die Überseestadt, die zählt zu den größten Stadtentwicklungsprojekten in ganz Europa und da hat sich in den letzten Jahren schon ziemlich viel getan und auch weiterhin wird dort sehr viel gebaut und umgestaltet. Wenn ihr die Überseestadt mal etwas genauer erfahren möchtet, können wir dort gerne eine Bustour machen oder auch mit dem Fahrrad dort langfahren. Meine ganzen Angebote findet ihr auf www.bremenstadtführung.de und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns, wenn alles vorbei ist mit der Corona-Krise, mal live sehen und zusammen eine Stadtführung machen. Bis dahin, bleibt alle gesund. Ich wünsche euch alles Gute, eure Jasmin.